Heute gibt es für euch einen Gewürzkuchen, der auch wirklich nach Weihnachten schmeckt. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kochkanal Kochen mit Melody und herzlich willkommen zu einem neuen Weihnachtsvideo mit mir. Wir machen heute zusammen einen Gewürzkuchen, einen weihnachtlichen Gewürzkuchen. Was muss drin sein? Ganz viele weihnachtliche Gewürze und ich habe auch noch Haselnüsse reingemacht, gemahlene. Ihr könnt auch gemahlene Mandeln reingeben und das Ergebnis spricht für sich. Es ist einfach ein ganz, ganz toller weihnachtlicher Kuchen. Ich habe wirklich sehr lange für euch rumgetüffelt, um das perfekte Rezept zu finden. Denn ich fand, dass alle Gewürzkuchen, die ich jemals gemacht habe, nie so richtig weihnachtlich geschmeckt haben. Und dieser wird es auf jeden Fall sein. Also richtig weihnachtlich. Deswegen unbedingt nachmachen. Und bevor wir anfangen, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Hier gibt es für euch jeden Montag ein neues Video. Und aktiviert auch gerne die Glocke, die neben dem Abonnieren-Button ist, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online geht. Euch jetzt viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns später wieder. Für den Gewürzkuchen brauchen wir 200 Gramm Weizenmehl, 130 Gramm Zucker, 200 Gramm weiche Butter, 160 Milliliter Sahne, 50 Gramm gemahlene Nüsse, 4 Eier, 3 Esslöffel Backkakao, eine Prise Salz, 15 Gramm Backgewürz, das ist so eine Weihnachtsbackgewürzmischung, bekommt ihr in jedem Supermarkt. Dann brauchen wir 2,5 Teelöffel Backpulver, 2 Päckchen Bourbon-Vanillezucker und 2 Teelöffel Zimt. Als erstes kommt die Butter in eine große Schüssel. Diese sollte auf jeden Fall weich sein, denn diese muss jetzt 1 bis 2 Minuten cremig gerührt werden. Anschließend könnt ihr hier hinzufügen den Zucker, das Salz und dann auch der Vanillezucker. Der kann hier auch rein an dieser Stelle. Und das Ganze dann 1 Minute schaumig schlagen und unbedingt die Ränder sauber machen, damit ihr die Butter auch am Rand erwischt. Anschließend kommen die 4 Eier rein, aber nacheinander. Also ein Ei, dann rührt ihr das 1/2 Minute unter. Dann das zweite Ei, wieder 1/2 Minute unterrühren. Und das macht man, damit der Teig schön saftig wird. Das könnt ihr euch für alle Rührkuchenteige merken. Das ist wirklich so. Also schön nacheinander die Eier unterrühren. Anschließend kann dann hier die Sahne rein. Hier habe ich meinen Mixer ein bisschen weniger stark gestellt, damit das Ganze nicht so spritzt. Also hier erstmal die Sahne schön unterrühren. Und jetzt kann das Mehl rein. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern im besten Fall in 2 oder in 3 Teilen. Mehl rein, mischen, Mehl rein, mischen. Und jetzt kommt auch das Backpulver rein. Und auch hier wieder ganz wichtig, die Ränder auch wieder schön sauber machen, damit wir den ganzen Teig erwischen beim Mixen. Dann können hier die gemahlenen Haselnüsse noch rein, das weihnachtliche Backgewürz und der Kakaopulver. Und dann nochmal 1 Minute rühren. Der Teig ist fertig, meine Lieben, und er riecht jetzt schon richtig weihnachtlich. Jetzt habe ich mir hier eine Backform genommen, die habe ich vorher ausgebuttert, einfach mit einem Küchentuch mit Butter und dann einfach ein bisschen Mehl reingestäubt, damit da am Ende auch nichts kleben bleibt und der Kuchen schön rauskommt. Und das gebe ich jetzt in meine Kuchenform, den Teig. Ja, und eigentlich war es das dann auch schon. Dann kann der Kuchen nämlich in den Ofen. Und wir dürfen uns so lange darauf freuen, bis er fertig ist. Ich habe jetzt den Teig hier noch gleichmäßig verteilt und der kommt jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 1 Stunde und 10 Minuten in den Ofen. Und während der Kuchen jetzt im Ofen ist, wird natürlich noch ein bisschen die Küche aufgeräumt. Da habe ich jetzt Zeit zu. Und jetzt ist der Kuchen auch schon fertig und er duftet herrlich und er sieht super toll aus. Ich nehme den jetzt raus, lasse den ein bisschen abkühlen, steche hier rundherum ein bisschen mit dem Messer ein, damit der Kuchen sich einfach noch besser aus der Form lösen lässt. Und ja, das mache ich so ungefähr nach 10 Minuten, wenn er so ein bisschen ausgekühlt ist.
Hier lasse ich ihn jetzt noch ein bisschen auskühlen und anschließend gebe ich ganz einfach Puderzucker drüber. Ihr könnt natürlich auch eine Schokoglasur nehmen. Das macht ihr wirklich, wie ihr wollt. Ich hatte jetzt einfach Lust auf Puderzucker und ich sage euch was, er duftet einfach herrlich und er schmeckt so toll. Ich hoffe sehr, dass ihr ihn nachmacht und er lässt sich so gut anschneiden. Ihr könnt wirklich nichts falsch machen und er schmeckt wirklich ganz, ganz toll. Also für mich ist das der beste Weihnachtsrührkuchen, den es gibt. So, meine Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr Lust bekommen habt, diesen tollen Kuchen nachzumachen. Bevor wir ihn zusammen probieren, würde ich mich natürlich noch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Hier gibt es jeden Montag ein neues Video für euch und aktiviert auch unbedingt die Glocke, die neben dem Abonnieren-Button ist, denn dann bekommt ihr immer eine neue Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online geht. Ich habe euch ja gesagt, dass wir zusammen probieren. Und das tue ich schon die ganze Zeit. Und der schmeckt so toll. Man schmeckt die Weihnachtsgewürze, man schmeckt die Schokolade. Er ist so saftig. Und außen hier schön knackig, ne, von der oberen Schicht vom Kuchen. Mach ihn nach. Ihr werdet begeistert sein. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Naschen. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, wie er euch geschmeckt hat. Und bleibt mir treu und ich hoffe, wir sehen uns hier nächsten Montag wieder. Dann auch wieder mit einer neuen Deko auf dem Kopf.